Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und jetzt eine schöne Runde der Story mit Arthur. Sind mehrere Kommentare verfasst worden. Vielen lieben Dank dafür zur Story. Jetzt gucken wir erstmal eben kurz, wie spät haben wir hier überhaupt. Kurz den Kollegen. Oh, 13:30. So, die Bitte war auch einzublenden, wer hier was sagt. Und da muss ich gestehen, ich glaube, das geht gar nicht. Oder ich kann es nicht. Ja. Ich glaube, man muss es tatsächlich an der Stimme erkennen, wer hier was sagt. Jetzt hören wir ihm erstmal zu, oder? Und wer. For sparing me like that. Komm, das hören wir uns auch an hier. I am not a bad fella. You'll soon warm to me. Just see that I do. Und die haben ja alle relativ markante Stimmen, finde ich. Thank you for saving my life. Oh. Yeah, of course. Boah, was ist mit Arthur los hier? Anyway, I won't disturb you. Yeah, it was good talking to you. Dann grüßen wir erstmal hier. Also heute ist ja hier auch Sonntag. Ne? Da machen wir hier einen ganz entspannten. Hi there, Arthur. Ja, grüßen wir auch mal. Genau, Arthur ist nämlich untergewichtig, habe ich vorhin nachgeguckt. Also irgendwie hier tagt's hier. Der raucht hier beim Kochen. Das geht doch nicht, oder? Also, nochmal, vielen lieben Dank für die vielen Kommentare. Dann war die Frage. Ich glaube, das ist das Hirschgeweih-Amulett. Ne, das war nicht die Frage, das war die korrekte Aussage. Wenn ein Tierchen drei Sterne hatte und ich mal wieder nicht richtig treffe, ja, dann hat es ja nur noch zwei. Und dann kann es wieder zu drei Sterne werden. Wenn es vorher zwei hatte, wird es keine drei. Das ist glaube ich, so. Aber ich muss gestehen, wissen weiß ich es auch nicht. So, und da seht ihr es wieder, der Untertitel ist zwar da, da steht aber nicht dran, wer was sagt. Ja. Aber man muss sich hier ein bisschen aufhalten im Lager, um die Gespräche mitzubekommen. Okay. Well, you know best. Hosea, how are you? Hi, Arthur. So. Hello, Arthur. Ja, du mich auch. Out, Dutch, you always do. Dann spenden wir mal noch ein bisschen Kohle, hacken wir eben kurz Holz. Und kümmern uns dann mal um ein paar Herausforderungen. So, Beitrag leisten. Haben wir noch Gegenstände, die weg können. Ah, wir nehmen lieber Geld, denke ich. So, Ehre erhöht. Mal ein bisschen Holz hacken hier. Frühsport quasi. Muss auch sein, ne? Und dann werden wir uns mal Richtung Emerald Ranch bewegen. Wir müssen, glaube ich, noch einen Stadtbewohner überfallen. Und das geht da am besten. Thanks for job. Sich nur um Stunden handeln hier. John. Hello, Molly. Mann, sind wir fleißig hier am frühen Morgen, oder?
So, dann gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen Moon abstauben können hier. Pfeile. Wurfmesser, mein Gott, was wir alles mitnehmen können hier, oder? Das meiste davon bezahlen wir ja auch. Können wir uns hier auch schön bedienen, oder? Soll ich mir im Laden was kaufen, wenn ich das hier, ne? Oh, Brandsätze. Wir wollen ja hier nicht durch die Story hetzen. Wir wollen sie ja genießen. Nächste Frage war: Wachsen eigentlich die Pflänzchen nach, die wir pflücken? Und das werden wir jetzt ausprobieren. Hier vorne mal irgendwo. Ist hier irgendwo was? Da ist doch was. Hier. Das markieren wir uns mal. Nein. Falsch. Also. Das werden wir uns mal eben markieren. Hier sind wir. Da ungefähr. Da kann ich es nicht markieren. So. Da setzen wir uns eine Markierung und dann wissen wir, wir meinen hier diese, was ist das denn? Himbeeren. Die pflücken wir jetzt. Dann werden wir die im Auge behalten. Ob die nachkommen. Gucken, ob wir hier noch Schafgarbe können wir auch noch pflücken. Machen wir heute eine ganz entspannte Sonntagsrunde. Die Möhren könnten wir nur essen, die lassen wir mal stehen. Thymian lassen wir auch stehen. Wächst hier sonst noch irgendwas? Der wird uns angreifen. Da. Ja, der hat aber nur 2 Sterne, den brauchen wir nicht. Nee, sonst wächst hier, glaube ich, nichts Wichtiges mehr, oder? Hier noch irgendwas. Was ist das denn? Ah, Ginseng. Gut, haben wir auch genommen. Dann werden wir uns mal eben hier bewaffnen. Und das Pferd wechseln. Denn da sind wir ja noch nicht auf Verbundenheitsstufe 4. Und werden uns Richtung Emerald bewegen. Und dann checken wir mal eben. So, Bandit, da ist es. 3 von 5 Stadtbewohnern überfallen. Ja, um so einen Schatz werden wir uns auch noch kümmern. Ah, was haben wir hier? Spezial-Wundertonik hergestellt. Na, da brauchen wir bestimmt wieder. Keine Ahnung, was für. Ja, 5 Pumas mit dem Bogen getötet. Und fliegende Vögel vom Zug. Da wird man anschließend gesucht. Da hab ich keinen Bock drauf. Was ist das? Ne, nicht das. Das. Ach, Gänse. Da sehe ich das wieder auch nicht perfekt. Und ich brauche nur perfekte. Nicht perfekte nehme ich nicht, kann ich euch so sagen. Brauche bestimmt noch Schwungfedern oder so.
Wie gesagt, machen wir ganz in Ruhe. Mir einen Kaffee dabei genommen. Da seht ihr das Schwungfedern. Wir wollen uns ja nie abhetzen. Wo ist denn das schicke Hütchen? Ach so, das habe ich auf dem anderen Pferd, ne? Ja, gut. Oh, ein bisschen klopfen hier. So, wo habe ich denn die wilde Möhre? Apfel, Pfirsich, Zuckerwürfel, Maronen, meine Güte. Was ist denn der Spaß? Da. 15 Stück. It's okay, girl. Da können wir noch mal ein bisschen das Pferd füttern hier. Und mal im Striegel. Here we go. Kleine Vögel. Kann man nicht mal gebrauchen. Was wir haben, ne? Was man hat, das hat man. Come on, girl. Yeah. Bastards. Hey, you sit down and shut your mouth. Oh, 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 oh. Clear the wagon, sir. Ah, sons of bitches. Quiet. Wollen wir den befreien? Sollen wir das wirklich wagen? Oh, das ist der Blinde, glaube ich, ne, da hinten. Oh, da kommen jetzt Zeugen. Jetzt müssen wir uns aber wirklich mal langsam beeilen. Jetzt aber nichts wie weg hier. Come on, girl. Was haben wir da? Eiskopfseeadler. Da, Zeuge, Mord. Wo ist der Zeuge hin? Da hinten ist er. Und die Ehre schon wieder hinüber. So, jetzt dürfen wir den aber, glaube ich, gar nicht lange rupfen, sondern wir nehmen den mit und hauen ab hier. Sonst können wir gleich wieder ganz viel Holz hacken. Damit die Ehre steigt. Nix wie weg. Oh, wen haben wir denn da auf der Minimap hier? Ah, den kennen wir. Er braucht mal wieder unsere Hilfe. Das ersparen wir uns aber. Ja. Jetzt
2 Sterne. Brauchen wir nicht. 17.30 Uhr. Ein Stern. Könnten wir eine Kutsche klauen, ne? Aber vielleicht nicht, wenn die direkt schon Richtung Ranch unterwegs ist. So, jetzt können wir den Adler in Ruhe rupfen. Schlagen wir mal im Lager auf. Herstellen. Muss auch sein. Ja, ich denke, Fleisch und sowas haben wir ja alles genug. Munition könnten wir was machen. Verbesserte Pfeile, da ist es nämlich. Wenn wir da irgendwie im Puma jagen müssen, da sind, denke ich, verbesserte Pfeile cleverer. Verbessertes Wurfmesser, ja, warum nicht? Brandsatz, Brandsatz. Ach. Besser, was nehmen wir denn da? Schwarzgebrannten? Ja, komm, wir machen uns erstmal normale. Auf die Köder brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Gut, also, Tonika, können wir nichts machen. Dann schlafen bis zur Nacht. Und hoffen, dass wir da mal eben 2 Leute überfallen können. Da muss ich mal eben gucken, wie lange nehmen wir auf hier. Ja, 17 Minuten, alles super. So, ist auch fit. Lager abbrechen. Sollten wir mal eben irgendwas essen. Füttern wir das auch noch mal eben. Maske auf. Und gucken uns hier mal um. Ob wir hier einen überfallen können. Es ist immer, wenn hier einer hinter der Hütte ist. Ja. Da sind 3. Oder da hinten, ne? Das gibt bestimmt Ärger. I can't see your face, but I can see you're up to no good. You're getting robbed, mister. Give me everything you got. Whoa there, friend. Shut up and do what I say. Come on. Oh, damn it. Why the hell are you doing? Hurry up. Here, here. Get a move. Just take it. Da hat's nämlich einer gesehen. Und jetzt nix wie weg hier. Oh God. Oh. Somebody. Help. Sollen wir den. Oh. Jetzt häng ich hier wieder mit dem Pferd fest. Ah. Da ist es nämlich passiert. Und jetzt, ich wollte den Typen nämlich stoppen. Und jetzt steigt Arthur nicht auf hier. So, Verbrechen gemeldet. Nichts wie weg hier. Ja.
Ah, von da hinten kommen die Jungs. Dann reiten wir mal ein bisschen in diese Richtung hier. Und hoffen, dass die uns nicht finden. So, dann kommen wir wieder zurück. Ja, ich glaube, im Dunkeln kann man einfach besser fliehen, ne? Ist leider keiner. Da auch nicht. Und dann checken wir mal eben. Da seht ihr es, 4 von 5 Stadtbewohnern überfallen. Jetzt gucken wir uns mal eben hier um. Manchmal sitzt ja hier einer, ne? Bisschen duster hier, aber. Aber hier? So. Right now. Quicker. Und da seht ihr es, erledigt der Fall. Just go away. Jetzt hauen wir ab hier. So, überfalle 2 beliebige Kutschen. Sehen jetzt zu, dass wir hier wegkommen. Kutschen und liefere 2 beliebige Kutschen beim Hehler ab. Nix wie weg hier. So, noch wird der Hehler nicht aufhaben. Erstmal flüchten. Ein Stern, das gibt's doch nicht. 2 Sterne. Oh. Und wieder nicht richtig getroffen. Komplett versaut. Dann checken wir das nochmal eben. Also, Bandit, da ist es. 2 Kutschen ausgeraubt oder verhehlt. Tja, das wäre 3 Sterne. Das nicht. Oh, jetzt hat es einen Kopf oben. Was ist das hier? Das ist auch 3. Bisschen Geduld haben. Und trotzdem in die richtige getroffen. Aber mit dem Gnadenstoß können wir wenigstens so. Gabelbock brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, aber was soll's denn? Das Gequietsche hier. Das sind doch bestimmt Ratten oder so. Dann werden wir das Pferdchen auch mal mit den Möhren füttern, die wir überall für Lau bekommen.
uns mal nach einer Kutsche umsehen. Okay, there. Oh, auch nur zwei. Und hoffen, dass hier eine Kutsche auftaucht, oder? Oh, da können wir Möhren sammeln. Das ist ja wirklich Pferdefutter für Lau hier. Da ist nur ein einsamer Reiter, keine Kutsche. Was haben wir da? Wir haben, glaube ich, gerade ein paar Federn ver... Ballert also. Wo wohnt sie auch noch? Let's go, girl. Yep. Yep. Aber keine Kutsche, das gibt's doch nicht. Hey, Partner. Ja, wollen wir sie mal freundlich grüßen, oder? Ist halt nicht schön, wenn hier die Sonne aufgeht. Am ziemlich frühen Morgen. Jetzt gucken wir mal, wie lange nehmen wir auf? Ja, eine paar halbe Stunde. Mal weiter noch eine Kutsche, dann hätten wir schon... Aha, das ist jetzt aber ein Wagen, reicht das? Hey, Mister. Können wir mal ausprobieren, oder? Wir klauen ihn mal eben. Ja, wir sammeln ganz schön Minuspunkte hier. Eine Runde ging aufs Haus. Jetzt gucken wir mal. Das musst du offen haben. So. There a war on I don't know about? How the hell you get it so beat up? And this is for you. Ja, komm, gib die Kohle, gut ist, ne? See you again soon. Da ist es. Wo ist denn mein Zweitpferd wieder? So, was war das denn hier für ein Vögelchen? Wenn wir schon. Ja, dann könnten wir uns ja noch eine beschaffen, oder? Kutsche oder Wagen. Also kann man entweder ausrauben oder direkt verschnacken. Dann finde ich es am einfachsten, hier ein bisschen rumzulungern. Und
einfach nebenher zu reiten. Habt ihr ja gerade gesehen. Rüberspringen, abkassieren, fertig. Ja. Da ist die nächste. Oh, das Gute, da ist auch nur einer drauf. Erst freundlich grüßen. Und dann weg mit dem Kerl. Oh, da wäre noch eine Kutsche gewesen. Schnell das Zweitpferd ranpfeifen. Sonst ist es nämlich nachher zu weit weg. Und zum Hehler meines Vertrauens. Finde ich mal gut, wie er da aus der Scheune geschlichen kommt, oder? This a lovely little thing. Ja, so jede Menge Ware drauf, ne? Pleasure. Auch das erledigt. So, als nächstes raube an einem Tag die Kasse von 4 verschiedenen Geschäften aus. Das artet ja schon in Stress aus. Das ist ja so gar nicht mein Ding. Dann machen wir, denke ich, Schluss und werden in der nächsten Folge dem netten Kollegen hier helfen. Und dann... Oh, jetzt muss ich mich hier selbst ein bisschen grob orientieren. Werden wir uns hier oben mal umschauen? Da waren wir ja noch nicht. Nee, hier werden wir uns umschauen, glaube ich. Genau. Window Rock und solche Geschichten. Oder dass wir langsam wirklich die Karte mal komplett kennenlernen. Orientierungspunkte uns einzeichnen. Und einfach weiter, bevor wir in der Story weitermachen. Ja, ihn sollten wir mal befreien. Bevor wir da wirklich weitermachen. Hier oben ist, glaube ich, noch eine Schatzkarte, die wir lösen können und solche Geschichten. Das machen wir aber ganz in Ruhe. Und deswegen schlagen wir jetzt ein Lager auf, machen Schluss und speichern ab. So, vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Father and Son, Play for Fun.